Heute spreche ich über die Dinge, die wirklich jedermann tagtäglich tun sollte. Wir sollten uns einfach ein paar gute Angewohnheiten angewöhnen, um uns einfach fitter zu halten. Nicht nur unser Köpfchen, sondern auch natürlich unseren Körper. Und über die Dinge, die man tatsächlich tagtäglich am besten tun sollte, über die spreche ich heute in diesem Video, damit auch euer Köpfchen und euer Körper immer gut und munter ist. Erster Punkt. Aktiv rausgehen. Leute, gerade jetzt aktuell in der Situation, wo viele Leute zu Hause sind, im Homeoffice sind oder wenn du grundsätzlich auch einen Bürojob hast, wo du einfach viel vorm Computer sitzt und einfach nicht viel in Bewegung bist, da solltest du einfach dran denken, aktiv rauszugehen. Und damit meine ich nicht, wenn du jetzt zum Beispiel eine kurze Pause hast, dass du einfach in der Pause irgendwie am Handy bist, durch Instagram durchscrollst oder sonst was machst, sondern wirklich aktiv rauszugehen, dich ein bisschen zu bewegen, deinen Körper zu bewegen, damit du auch dementsprechend deinen Geist ein bisschen bewegst. Und meine ganz klare Empfehlung ist einfach, geht in den Wald, falls es machbar ist, macht einen kleinen Spaziergang, denn sowas hält euch immer fit, sowas ist für euren Körper gut. Und wenn du Bock hast, kannst du zum Beispiel hier auch noch gleichzeitig ein Hörbuch hören, heißt, du machst eine Pause und bildet sich gleichzeitig auch noch weiter. Besser geht's ja kaum. Ich habe zum Beispiel Elmo, glücklicherweise, und Elmo zwingt mich einfach ein Stück weit natürlich auch mit ihm rauszugehen und mit ihm was zu machen. Und auch wenn du keinen Hund hast, kann ich dir trotzdem empfehlen, zwing dich selbst rauszugehen und nicht am Handy zu sein, nicht durch Social Media durchzuscrollen, sondern wirklich aktiv was zu machen. Das hilft deinem Körper und auch am Ende des Tages deinem Geist. Zweiter Punkt, Sport. Du musst jetzt nicht der nächste Arnold Schwarzenegger werden. Du sollst nicht jeden Tag ins Fitnessstudio gehen und durchpumpen wie so ein Geisteskranker. Du musst auch nicht den nächsten Marathon machen, sondern du solltest einfach Sport machen und das auf einer gesunden Balance. Wenn du zum Beispiel nicht so der sportliche Typ bist, solltest du auch hier einfach versuchen, irgendwie Sport in deinen Alltag zu integrieren, denn Sport ist wirklich so unfassbar wichtig für deinen Körper. Und ja, Leute, ich weiß, aufgrund der aktuellen Situation sind die Fitnessstudios aktuell geschlossen. Ich gehe auch gerne ins Fitnessstudio, aber auch wenn die Fitnessstudios zu sind, hast du natürlich die Möglichkeit, was zu machen. Geh zum Beispiel einfach raus, geh zum Beispiel joggen. Ich mache es so, dass ich immer morgens laufen gehe, dass ich einfach so gut in den Tag reinkomme und einfach direkt wach bin mit Sport. Aber wenn du nicht der Typ bist, der morgens direkt Sport machen möchte, dann kannst du natürlich auch abends Sport machen. Zum Beispiel, wenn du jetzt einen stressigen Tag gehabt hast, einfach den ganzen Stress abends beim Sport rauslassen. Geht natürlich auch. Mach's auf jeden Fall, egal ob morgens oder abends oder mittags. Hauptsache, du machst es. Nächster Punkt. Viel Wasser trinken. Und die Betonung liegt auf viel und Wasser und trinken. Der nächste Punkt ist so unfassbar wichtig und einfach auch essentiell, um gesund und lange leben zu können. Und zwar Wasser trinken, gar keine Frage. Ihr müsst wirklich viel Wasser trinken und die Betonung liegt da tatsächlich auch viel trinken und Wasser. Und ganz wichtig, Wasser. Keine Energy Drinks oder sonstige süße Getränke trinken, denn die haben echt wirklich viele, viele Nachteile, ist ja bekannt. Deshalb empfehle ich euch nur und kann euch einfach nur ans Herz legen, trinkt viel Wasser. Ich habe das bis vor kurzem auch noch gar nicht so dolle gemacht, sondern jetzt aktuell, seit irgendwie 2-3 Jahren, mache ich das noch viel, viel extremer, also trinke wirklich sehr viel Wasser. Und wenn dir das zum Beispiel schwer fällt, das war bei mir am Anfang auch so, dann versuch dir einfach zum Beispiel eine Wasserkaraffe vor deine Nase zu stellen, wenn du zum Beispiel am Laptop arbeitest, damit du einfach wirklich viel Wasser trinkst. Wenn du noch ganz viel Lust hast, dann kannst du zum Beispiel auch einfach so eine Zitrone in dein Wasser reinschneiden, um einfach auch so ein paar Vitamine aufzunehmen und das Ganze schmeckt natürlich auch noch ganz gut. Zeitgleich ist es natürlich auch noch so, wenn du viel Wasser trinkst, dann kannst du natürlich auch Kopfschmerzen verhindern. Ihr kennt das bestimmt, wenn du zum Beispiel mal am Tag ganz wenig Wasser getrunken hast, dann spürst du vielleicht einen Druck auf den Augen oder vielleicht einen leichten Kopfschmerz und dann trinkt man irgendwie 2-3 Gläser Wasser und dann ist alles wieder gut. Also von daher ist Wasser einfach Pflicht. Der nächste Punkt, Leute, wirklich nur eine gute Tat am Tag. Und das kann wirklich alles Mögliche sein. Und das Schöne daran ist, es kostet nichts, ja, und es tut der Person gut, ja, der du zum Beispiel eine gute Tat irgendwie erbringst und es tut natürlich auch dir gut. Kann ich direkt mal ein Beispiel aus dem wahren Leben erzählen. Vor kurzem war ich beim Bäcker und da war eine Omi vor mir und die Omi wollte irgendwie ein Brot kaufen und hatte noch einen Fuffi in der Hand und wollte mit dem Fuffi zahlen. Konnte sie aber nicht, weil die Bäckerei-Fachverkäuferin konnte den Fuffi nicht wechseln. Und da habe ich gesagt, kein Problem, ich übernehme das. Und dann guckt die irgendwie nach zur Seite und sagt so, wirklich? Und ich sagte, natürlich. Und Leute, das war so lustig, weil ich dann zu ihr gesagt habe, sie kennen doch das Lied Wunder gibt es immer wieder. Die hat sich totgelacht. Die Oma hat sich 100.000 Mal bedankt und war für mich cool, war für die Bäckerei-Fachverkäuferin cool und auch noch für die Omi. Also bei dieser Situation war es sogar lustig für uns drei. Also es ist echt nicht schwierig, eine gute Tat am Tag zu machen. Wenn du das zum Beispiel einfach hinter die Ohren schreibst, ja, und im Hinterkopf hast und das einfach tagtäglich machst, dann geht es dir wirklich abends super. Außerdem, Leute, ich bin so ein Typ, ja, ich sage immer, Karma, irgendwie kommt alles im Leben zurück, egal in welcher Form. Wenn du irgendeiner Person was Gutes tust, bekommst du vielleicht von einer anderen Person was Gutes zurück. Von daher,
ja, wenn das bei euch auch der Fall ist, ne, dann solltet ihr auf jeden Fall jeden Tag irgendwas Cooles machen. Next Point, Leute. Ganz, 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 ganz wichtiges Thema. Und zwar das Thema Ernährung. Versucht euch einfach tagtäglich gut zu ernähren. Und ja, ich weiß, Pizza, Burger, andere Arten von Junkfood, die sind natürlich verführerisch. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber wenn du dich langfristig gesund ernährst, das wird dir dein Körper zu 120.000% danken. Ich habe mich gerade in der letzten Zeit etwas mehr mit Ernährung beschäftigt und Leute, da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man sich ernähren kann. Das ist ja unfassbar. Also von daher ist es für jeden was dabei. Wichtig ist einfach nur, dass man wirklich gute Nahrung zu sich nimmt. Und ja, es gibt hin und wieder mal einen Cheat Day, das ist bei uns allen der Fall. Aber ein Tipp an dieser Stelle, den kann ich euch direkt schon mal sagen. A, versucht nicht irgendwie hungrig einzukaufen, denn dann landet ganz viel in eurem Einkaufswagen, was vielleicht nicht so gesund ist. Und B, kauft das Süßzeug einfach nicht ein, denn was nicht zu Hause ist, könnt ihr auch am Ende des Tages nicht essen. Also Leute, ich weiß ganz genau, dass es nicht einfach ist, mit alten Angewohnheiten zu brechen und sich neue Angewohnheiten anzugewöhnen. Aber ich kann euch nur empfehlen, diese Tipps, die ich euch heute hier in diesem Video mit auf den Weg gegeben habe, einfach langfristig in eurem Leben zu implementieren. Denn ihr wisst ja, der Online-Bruder Korte ist da, um euch besser zu machen. Also auch nicht vergessen, den Kanal abzuabonnieren und teilt meine Videos auch gerne mit euren Freunden. Also Leute, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.